Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Haus am Domplatz in Frankfurt auf der Bühne des Weltempfangs. Zugeschaltet sind unsere heutigen Gäste, Professor Emanuele Coccia und Jorge Freire. Herzlich willkommen, liebe Kollegen, und herzlich willkommen Sie, meine Damen und Herren. Unser heutiges Thema heißt »Gestärkt aus der Corona-Krise«. Eine neue Balance finden. Gemeinsam mit meinen Gästen werden wir über gesellschaftliche und politische Folgen und Möglichkeiten nicht nur für uns, sondern auch für die nachfolgenden Generationen sprechen. Nicht nur über die Corona-Krise, sondern auch über andere Krisen, die vielleicht momentan etwas in den Hintergrund geraten sind, wie etwa die Klimakrise. Denn alles hängt miteinander zusammen. Der schwedische Resilienzforscher Johan Rockström hat dies kürzlich so beschrieben, und ich zitiere: Das Virus kann nicht isoliert betrachtet werden. Die Zerstörung von Ökosystemen, eine nicht nachhaltige Landwirtschaft und nicht nachhaltige Lebensmittelmärkte, verbunden mit einer hypervernetzten globalen Handels- und Reisewelt, haben dazu geführt, dass das Virus von der Tierwelt auf die Menschheit übergegriffen hat. Auch nicht nachhaltiges Management des Klimas und der Ökosysteme stecken hinter der Pandemie. Soweit Johan Rockström. Nun befinden wir uns offensichtlich inmitten einer zweiten Corona-Welle. Wie stark sie wird, ist noch nicht klar. Und wir müssen vielleicht nicht nur darüber nachdenken, wie wir nach Corona leben wollen oder sollten, sondern wie wir es mit Corona tun. Ich möchte dabei heute nicht die Maßnahmen in den Fokus stellen, die unmittelbar zur Eindämmung des Virus getroffen werden, sondern die Ursachen und deren Vermeidung und was wir aus der Corona-Krise lernen können. Die Hauptursache für den Anstieg von neuen zwischen Tier und Mensch übertragenen Infektionskrankheiten ist die rasant voranschreitende Zerstörung von Lebensräumen von Wildtieren. Das bedeutet, dass die Ausbreitung von Zoonosen, also solchen Infektionskrankheiten, die ursprünglich bei Tieren vorkommen und dann auf den Menschen überspringen, wie Corona, und die Vernichtung von Lebensräumen direkt miteinander zusammenhängen. Studien zeigen, dass im Durchschnitt Menschen alle 4 Monate mit einer neuen Infektionskrankheit in Berührung kommen, die nicht etwa neu entstehen, sondern zu Tausenden in der Tierwelt schlummern und auf das Überschreiten der Artengrenze warten. Beispiele für diese Krankheiten sind Toxoplasmose, Milzbrand, Tollwund, aber auch SARS, Ebola und die ursprüngliche Quelle von HIV. Sie sehen also, meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie muss keineswegs die letzte dieser Art sein, denn diese Gefahren bestehen fort. Das Übertragungsrisiko von Krankheitserregern steigt mit der Zunahme von Eingriffen in bis dato unberührte Ökosysteme, vor allem der Primärwälder, die Kontakte zwischen Mensch und Tier begünstigen. Der gleichzeitig verursachte Verlust der biologischen Vielfalt ist ebenso dramatisch. Statt heterogener Waldstrukturen wird homogene Landwirtschaft betrieben und die Wechselwirkungen von Biodiversitätsverlust, Umweltveränderung und Krankheiten haben zusätzliche enorme Folgen. Doch während wir beinahe weltweit massive soziale und wirtschaftliche Restriktionen akzeptieren, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind wir immer noch nicht bereit, dem Klimawandel mit ähnlichen Maßnahmen zu begegnen. Und so schreitet das Auftreten neuer Krankheiten und Pandemien ungebremst fort. Die Wissenschaft und zum großen Teil auch die Gesellschaft wissen, dass Umweltveränderungen und Corona eine gemeinsame Grundlagenproblematik haben, unseren westlichen Lebensstil. Es sind unser Rohstoff- und Energieverbrauch und unser Lebensmittelkonsum, insbesondere von Fleisch- und Milchprodukten, die dafür sorgen, dass massiv in die globale Flora und Fauna eingegriffen wird, insbesondere die der tropischen Regenwälder. Diese Zerstörung tropischer Regenwälder setzt nach Berechnung von Wissenschaftlern allein pro Jahr ca. 5,2 Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich frei. Im Umkehrschluss wird durch den Waldverlust auch weniger CO2 gebunden. Durch Corona ist zwar der CO2-Ausstoß weltweit etwas gesunken,
Tatsächlich ist die Zahl mit 8% für das Gesamtjahr 2020 aber eher gering. Es zeigt sich, dass der Energieverbrauch durch individuellen Verkehr nur ein geringer Teil des Problems ist. Weitaus größer sind die Auswirkungen durch die Energiegewinnung aus fossilen Rohstoffen, nicht nur hinsichtlich des CO2-Ausstoßes. Sie bringt auch weitere schädliche Folgen mit sich, wie zum Beispiel Feinstaub, der sich, wie gezeigt hat, die Corona-Sterblichkeit maßgeblich erhöhen kann. Ohne die Emission fossiler Brennstoffe würde die globale mittlere Lebenserwartung um 1,1 Jahre steigen und um 1,7 Jahre, wenn alle potenziell kontrollierbaren anthropogenen Emissionen wegfallen würden. Auch hier gilt, Menschen leben in einer defossilisierten Gesellschaft gesünder und länger. Wir müssen also aktiv werden. Und das scheint vielen schwer zu fallen. Die Konzepte und Technologien dafür sind längst da, ebenso wie der Wille in großen Teilen der Bevölkerung und selbst der Wirtschaft. Unser heutiges Thema heißt, wie gesagt, gestärkt aus der Corona-Krise eine neue Balance finden. Ideen und Innovationen entstehen häufig aus Krisensituationen und es ist unbestritten, dass wir seit Anfang dieses Jahres uns in einer globalen Notsituation befinden. Die einzelnen Staaten sind dem mit überwiegend individuellen, aber auch mit einigen gemeinschaftlichen Maßnahmen begegnet, mit mehr oder weniger Erfolg. Aber was haben wir insgesamt daraus gelernt? Bevor wir darauf im Einzelnen eingehen, möchte ich Ihnen zunächst einmal kurz meine Gäste vorstellen. Der erste Gast, den ich vorstellen möchte, ist Emanuele Coccia. Und sein Interesse, das gilt besonders, das hat er in einem großen Buch gezeigt, den Pflanzen, die haben eine ganz besondere Bedeutung für ihn. Und deswegen kann ich an meiner Einleitung kurz anknüpfen und noch einmal auf den Verlust von Waldfläche eingehen, die wir ja praktisch täglich sehen, nicht nur im Amazonas, aber eben auch gerade besonders augenfällig da. Seit Beginn dieses Jahres wurde weltweit eine Waldfläche von über 650.000 Hektar zerstört. Das entspricht mehr als 900.000 Fußballfeldern. Und diese Verluste lagen rund 150% über dem März-Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019. Wie kam das? Der Staat zieht sich aus dem Waldschutz zurück, illegale Holzeinschläge nehmen zu. Auch das Homeoffice, das weltweite Reiseverbot, das hat mancherorts dafür gesorgt, dass Waldschützer und Ranger nicht in die Wälder gelangen konnten. Ein weiterer Faktor ist, dass Menschen in existenzielle Nöte geraten sind, die überwiegend vom Tourismus leben und nun die Wälder nutzen, um Früchte und Beeren, aber auch Honig und Holz zu beschaffen oder sich selbst damit ernähren. Dieses Phänomen nimmt sicherlich keine industriellen Ausmaße an, sorgt aber auch für verstärkte Berührungspunkte zwischen Mensch und Natur, die, wie wir gerade nun erleben, nicht immer nur positive Auswirkungen haben. Was bedeutet das Waldsterben für uns? Wir verlieren einen wichtigen CO2-Speicher, die Artenvielfalt wird minimiert, aber wir verpassen auch wichtige Chancen, etwas von den Pflanzen zu lernen. Und das bringt uns auf Emanuele Coccia. Er ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. Er war als Forscher und Lehrer in unterschiedlichen Positionen an den Universitäten von Berkeley, Buenos Aires, Curitiba, Düsseldorf, Florenz, Florianopolis, Freiburg, New York und Tokio tätig. Er erlangte internationale Aufmerksamkeit durch sein Buch Die Wurzeln der Welt. Emanuele Coccia, Sie haben uns gezeigt, wie viel man von Pflanzen lernen kann. Nun geht es den Pflanzen gerade ziemlich schlecht. Ich habe das ja deswegen kurz mit dem Waldsterben angedeutet. Wie kann uns nun das Wissen um die Seele und die immaterielle Intelligenz von Pflanzen, die Sie beschrieben haben, helfen, diese Probleme zu lösen? Vielen Dank zuerst einmal für die Einladung, um an dieser Diskussion teilzunehmen. Im ersten Teil geht es darum, dass man nicht denken soll, dass die Frage der Pflanzen sich irgendwo da draußen befindet, weit weg von uns, am Amazonas, Australien. Nein, es ist anders.
Wo leiden die Pflanzen? Die leiden, weil wir sie vernachlässigen. In den Städten vernachlässigen wir die Pflanzen. Man sollte hier gleich mal vor der eigenen Haustür aktiv werden. Am Fenster, im Gartenbalkon. Dort gibt es Pflanzen, dort gibt es Bäume, die man schlecht behandelt. Ich denke immer, dass das erstaunlich ist, dass wir einer Katze, einem Hund einen Namen geben, irgendeinem Tier, das bei uns lebt, aber den Pflanzen, die um uns herum leben, in den Straßen, in den Alleen unserer Stadt, die kennen wir nicht, die bleiben anonym. Die leben doch auch mit uns. Man sagt, man denkt, dass die nicht mal einen Namen verdienen. Ja, man sollte sich für die Bäume interessieren, die bei uns in der Nähe stehen und leben. Zuerst einmal ist es wichtig, diese Idee zu haben, eine Natur, die ist nicht nur wild oder extrem. Es gibt diese ganz normale, gewöhnliche Natur, die ist Teil unseres Alltags. Teil des Alltags. Und der Respekt vor der Natur, vor den anderen, auch vor den Bäumen ist wichtig. Man muss hier Verbindungen knüpfen mit diesen anderen Dingen, wie den Pflanzen, die Teil unseres Alltagslebens sind. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Die Stadt ist immer ein Ort, den man sich vorstellt, als das Habitat, das Ökosystem. Und in diesem Ökosystem gibt es eine Monokultur, das denken wir. Wir sagen, das sei eine Monokultur, die kritisieren wir hier im Westen, die Stadt. Das ist eine lächerliche Idee. Es ist ja nicht so, dass die Menschen sich da nur auf dieser Oberfläche, in diesem Raum zusammenfinden. Es ist ja keine Wüste. Ja, wir haben da Steine und dann bauen wir unsere Behausungen und leben da. Aber es sind ja auch andere Lebewesen, Pflanzen, Tiere, die Katzen und die Hunde. Und was gibt es da draußen außerhalb der Stadt? Das ist der Wald. Das ist für uns etwas, was ganz weit draußen ist, außerhalb unseres Lebensbereiches. Wir denken immer, dass die Natur so ein Rückzugs- und Zufluchtsort ist, der Wald. Dass das also etwas ist, die Pflanzen, die Natur, das ist da draußen außerhalb der Stadt. Das ist weder positiv noch negativ. Als Symbol kann man sagen, dass uns das erlaubt, zu vergessen, dass die Stadt selber, natürlich, wie Sie es auch angesprochen haben, die Wälder, die sterben. Aber in der Stadt haben wir auch diesen Genozid von anderen Arten und Lebewesen. Einen Genozid, der ist nicht gerechtfertigt. Wir sollten reagieren im urbanen Raum, um alles, was lebt, was man da draußen kultiviert, auch integriert in die Stadt. Wir sollten aufhören zu denken, dass der Wald da draußen ist und wir in der Stadt sind. In diesem Sinne wissen Sie vielleicht auch, Sie kennen das Gebäude Bosco Verticale in Mailand vom Architekten Stefano Boeri. Und dieser vertikale Wald, das ist eine ganz interessante konzeptuelle Idee. Warum? Stefano Boeri, im Gegensatz zu anderen Architekten, wollte nicht vorschlagen, dass man eine Architektur schafft, die primitiv ist, die gegen Modernität und Technologie ist. Er hat das Symbol der Modernität, das Hochhaus, genommen und hat zusätzlich Pflanzen integriert. Und er wollte uns damit zeigen, wenn ihr in den Wald gehen wollt, dann müsst ihr nicht raus aus der Stadt. Der Wald ist vor eurer Tür.
Und er wollte zeigen, der Wald ist doch nicht das Gegenteil der Moderne. Der Wald ist Teil der Moderne und die Moderne hindert uns nicht daran, in den Wald zu gehen. Das ist symbolisch und das ist ein spannendes Gebäude. Und wir sehen, das ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass wir die Natur in unser Zuhause integrieren können. Und das Hochhaus kann auch als Wald dienen und als ein Gebäude, in dem Menschen leben, ein Raum für die Bäume, für die Pflanzen, ein Ökosystem auch für die Bäume, das hier integriert ist. Das ist sehr symbolisch und wir sehen, dass es in diesem Gebäude nicht nur so ist, dass wir den CO2-Ausstoß verringern in der Stadt. Es erlaubt uns auch in Mailand, Pflanzen mitten in der Stadt zu erleben. Das ist ein ganz interessantes Konzept. Die Bäume sind Teil des Ökosystems und schaffen wieder Platz für andere Arten, andere Lebewesen, deren Leben erleichtert wird, die ein Ökosystem finden in diesem Gebäude, dem Bosco Verticale. Vielen Dank, Emanuele. Das sind ganz wichtige Hinweise, denn wenn wir über den Verlust der Pflanzenwelt von Wäldern sprechen, dann ist das ja nicht zuletzt der Ausdehnung von Landwirtschaft und auch der wachsenden, immer noch wachsenden Urbanisierung geschuldet. Und deswegen haben Sie zu Recht den Blick zurück auf die Städte gelenkt und die Frage aufgeworfen, was sind und was können eigentlich Städte der Zukunft sein. Wir werden, glaube ich, darauf nochmal zurückkommen, denn das ist sehr, sehr ehrgeizig, denn die vertikalen Hochhäuser von Stefano Boeri sind ja komplexe, manipulierte Ökosysteme, wie Sie ausgeführt haben. Und wenn wir diese Vorstellung insgesamt auf das Thema Globalisierung ausdehnen, dann nimmt das sehr schnell planetare Ausmaße an und versetzt die Menschen in die Lage oder stellt sie vor die Herausforderung, plötzlich globale Ökosysteme zu managen, wie man das bisher eigentlich nur innerhalb von Städten getan hat. Also wenn man die planetare Dimension mit in Anschlag bringt, dann ist das eine gewaltige Herausforderung. Aber ich möchte zunächst einmal den zweiten Gast vorstellen, Jorge Freire, und das Thema ein bisschen von den Pflanzen zu einer anderen Dimension bringen, nämlich der Dimension der Zeit. Bei der Bekämpfung des Klimawandels, aber auch insgesamt bei der Bewältigung von Krisen, ist Zeit natürlich ein wesentlicher Faktor. Und gerade beim Klimawandel gibt es ehrgeizige Herausforderungen, die sich mit der Zeitskala. Wir setzen uns häufig langfristige Ziele und müssen aber sozusagen kurzfristig unsere Beiträge dazu leisten. So hat sich die EU vorgenommen, bis zum Jahre 2030 wesentliche Reduktionen ihrer CO2-Ausstöße zu erreichen. Die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen kommen ebenfalls mit einem Zeitplan, bis zu dem man bestimmte Ergebnisse erreichen muss. Und diese Zeitskalen sind sehr kurz. Wir reden hier von 10 Jahren. Wenn wir uns überlegen, wie lange wir hier schon mit einer ganz bestimmten Wirtschaftsweise verfahren, die diese Krise herbeigeführt hat, dann sind 10 Jahre oder die Vorstellung, dass wir bis zum Jahre 2050 klimaneutral werden, das sind sehr ehrgeizige Ziele, also der Faktor Zeit. Aber ich will zunächst einmal ein paar Worte zu Jorge Freire sagen. Er ist ein Philosoph und hat eine intellektuelle Biografie der amerikanischen Schriftstellerin Edith Wharton veröffentlicht. Sein zweites Buch ist ein Essay über Arthur Koestler und den spanischen Bürgerkrieg mit dem Titel Unser Mann in Spanien. Und das erhielt eine bemerkenswerte, auch internationale Anerkennung. Er schreibt in El Mundo, Letras Libres und El País und betreibt den Buchblog The Objective mit dem Titel Georgics. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche jetzt. Kürzlich erschien sein Buch Agitación, in dem er über das Übel der Ungeduld schreibt. Jorge Freire, im Hinblick auf den Klimawandel treibt mich einige Unruhe um, allerdings eine zielgerichtete. Wir haben aus der Corona-Krise gelernt, dass schnelles
und angemessenes Handeln nicht nur notwendig, sondern tatsächlich auch möglich ist, wenn man an die enormen Summen denkt, die jetzt sozusagen in Form von Konjunkturprogrammen in die Wirtschaft gesteckt werden und auch an die Hygienemaßnahmen. Das ging doch alles insgesamt sehr schnell. Ich weiß natürlich auch, zu viel Druck auf bestimmte Systeme, seien es natürliche oder menschengemachte, das kann auch kontraproduktiv sein. Aber wie hält man die Balance? Wie kann man diese Herausforderung zugleich energisch und geduldig angehen? Hallo Jürgen, vielen Dank. Verzeih mir, wenn das ein bisschen pessimistisch klingt, aber ich glaube, dass man dazu zu den Ursprüngen zurückkehren und anerkennen muss, dass die nachhaltige Entwicklung als Konzept ein Widerspruch von zwei Begriffen ist. Es ist ein Oxymoron, weil Entwicklung per Definition nicht nachhaltig sein kann. Die Wirtschaftswissenschaft ist von Beginn an mit dem Modell des Mechanizismus verbunden, in dem das Modell besagt, dass das Wachstum unendlich sein kann und von einer Biosphäre von Ressourcen ausgeht, die theoretisch unendlich sind. Wir wissen, dass das nicht zutrifft. Wir wissen sogar, dass eine nachhaltige Entwicklung, das BIP, nicht mit der Realität in den Städten korrespondiert, die wir gerade erleben. Aber wir wissen auch, dass es ein Widerspruch ist und das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Dostojewski schrieb vor langer Zeit in seinen Aufzeichnungen aus dem Kellerloch einen sehr empathischen Satz, der besagte, dass man uns in einem Meer von Glückseligkeit ertränkt, damit man die Tropfen des Glücks an der Oberfläche erkennt. Nun, das ist ungefähr das, was mit den Wirtschaftszahlen passiert. Auch wenn anscheinend Gesellschaften sehr reich sind, haben doch viele Menschen nichts von diesem Reichtum. Ob wir etwas aus dieser Erfahrung lernen? Ich denke, und verzeih mir, wenn das wieder ein bisschen pessimistisch ist, aber ich glaube, dass wir in Bezug auf die Frage, ob wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden, das nicht glaube. Man lernt nichts durch eine Situation, die mit der menschlichen Natur zusammenhängt. In einer religionswissenschaftlichen Abhandlung über die menschliche Natur heißt das, dass es leichter sei, dem Untergang einer fernen Kultur, einer entfernten Zivilisation beizuwohnen, als einen Kratzer an der eigenen Hand zu erleiden. Denn schließlich sind die Grenzen der Empathie, des Mitleids sehr eng gefasst. Sie haben eine sehr begrenzte Reichweite, wodurch wir vorziehen, dass eine Katastrophe irgendwo weit weg passiert, für die wir nicht verantwortlich sind, als dass uns selbst irgendeine Kleinigkeit widerfährt. Das heißt, wenn wir uns den berühmten Angelus Novus vorstellen, den neuen Engel von Walter Benjamin, der unendlich immer weiter fliegt, auch wenn der Berg von Schutt und Trümmern immer größer wird. In diesem Sinn bin ich sehr negativ, aber ich bin nicht katastrophisch. Ich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen Pessimismus und dem Katastrophismus, weil der Pessimismus sehr aktiv ist, während der Katastrophismus die unverantwortlichste Form ist von politischen Haltungen. Rorty und andere sagten, dass der neue kategorische Imperativ ein sozusagen ökologischer Imperativ sein muss. In anderen Worten, dass wir uns alle fragen müssen, ob unsere Taten das Leben der nachfolgenden Generationen negativ beeinflussen werden. Ich denke, diese Frage ist sehr wichtig. Nun, bezüglich der Frage, ob wir gestärkt aus dieser Krise herausgehen werden, glaube ich das nicht. Ich glaube, dass wir immer, wenn wir eine Krise durchleben, abgesehen von einer religiösen oder redemptorischen Rhetorik, ohne uns deren bewusst zu sein, meinen, dass wir gewandelt hervorgehen werden, dass uns die Krise verändern wird. Ich glaube nicht, dass das so ist, aus einem zwingenden Grund. Die Verhaltensweisen, die der menschlichen Natur zutiefst zugrunde liegen, die Römer Habitus nannten, ändern sich nicht in einer Krise, sondern werden sogar noch gestärkt. Während einer Krise versuchen wir uns an dem festzuhalten, was uns Sicherheit gibt. Eben dies sind die Verhaltensweisen, die unserem Wesen zugrunde liegen. Wir möchten gerne glauben, dass Katastrophen unser Dasein verändern, aber als in Wirklichkeit passiert, ist das statt eines Wandels die Facetten unserer Wirklichkeit sich noch stärker imprägnieren, so als würde man noch eine zusätzliche Lackschicht drüber streichen, die langsam aushärtet. Deswegen bin ich sehr negativ. In der letzten Wirtschaftskrise vor etwa 10 Jahren wurde oft gesagt, dass zum Beispiel der Egoismus durch Altruismus ersetzt würde, dass wir dann weniger gewinnorientiert sein würden, viel empathischer und so weiter. Ich glaube, es ist ein schwerer Fehler zu denken, dass sich das menschliche Wesen ändern wird. Ja, vielen Dank für diese sehr klare Stellungnahme. Und ich habe ja die Rolle des Moderators und deswegen darf ich vielleicht den Gegensatz zwischen Ihnen beiden noch ein bisschen zuspitzen. Also wenn ich einmal noch an die
Vorstellung einer neuen Urbanistik im Sinne von Stefano Boeri, vertikale Wälder und so weiter anknüpfen darf, dann ist es ja eine, ja, sagen wir, eher optimistische Vorstellung, dass man ökologische Krisen managen kann, indem man vielleicht ein Stück noch stärker eingreift in Naturzusammenhänge, noch gestaltender wirkt, wenn es auch sich um eine Umgestaltung handelt. Und Jorge, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie da pessimistisch, wobei mir nicht ganz klar geworden ist, wie genau Sie den Unterschied zwischen Pessimismus und Katastrophismus verstehen. Denn Ihre Aussage, dass man aus Krisen gar nichts lernt, die würde ich ungern so stehen lassen. Ich gebe zwar auch als Historiker gerne zu, viele der Krisen, Sie haben die Finanzkrise genannt, es gibt auch andere Pandemien natürlich, wir denken an die sogenannte spanische Grippe. Man hat zunächst mal, so scheint es, wenig daraus gelernt, aber dann sind dort internationale Bemühungen daraus entstanden, etwa die Weltgesundheitsorganisation oder andere internationale Organisationen, die verdanken sich natürlich auch gewissen Lernerfahrungen. Und wenn wir jetzt auf die Corona-Krise schauen, dann sehen wir, es gibt große Unterschiede. Wenn wir nach Brasilien schauen, wenn wir in die Vereinigten Staaten schauen, wenn wir nach Europa schauen, dann gibt es da ganz verschiedene Arten des Umgangs mit der Krise. Und das scheint mir doch ein Stück weit in Frage zu stellen, dass die Reaktion auf die Krise einfach durch die menschliche Natur schon festgelegt ist. Also ich habe da doch vielleicht noch ein Stückchen mehr Hoffnung. Allerdings, ob die Hoffnung sich darin erschöpft, dass man sozusagen neue Städte schafft, während man sieht, in die Tundra brennt, die Wälder in Kalifornien haben diesen Sommer gebrannt, der Amazonas wird weiter abgehalten. Da bin ich nicht so sicher, ob das ausreicht und ob die Reaktion nicht vielleicht doch ein Stück weit noch tiefer ansetzen muss. Und ich bringe als letztes vielleicht nochmal das Gespräch. Sie haben den Begriff der nachhaltigen Entwicklung selber als Oxymoron, als ein Paradox bezeichnet. Aber Entwicklung muss ja nichts Mechanistisches haben. Es gibt ja ganz verschiedene Entwicklungsmodelle. Es gibt ja organische Entwicklungsmodelle. Man kann ja statt an eine große Beschleunigung auch an eine große Entschleunigung denken. Ich habe auch den Eindruck, dass das etwas ist, was Sie im Sinn haben. Ja, aber im Grunde stehen da zwei Positionen gegeneinander. Eine, die sozusagen stark eingreifen will und eine, die vielleicht den Eingriff ein Stück weit eher zurücknehmen will. Vielleicht versuchen Sie untereinander nochmal, besser als ich es jetzt kann, diese Positionen abzuklären. Ja, vielleicht ist es so, dass wir in dieser Situation sind, zu sagen, als Beispiel das Bosco Verticale von Stefano Boeri, was er da zeigt und umsetzt. Das ist keine mondiale, weltweite Technokratie. Man versucht hier zur Natur zurückzukommen, sich in eine Position zu geben. Die Grundlage ist, Probleme zu lösen. Das Gegenteil zwischen der Stadt und der Wildnis, der Stadt und dem, was natürlich ist. Diese Unterschiede technisch, kulturell, die Stadt, diese Etymologie der Stadt, die ein Modell ist für die Politik. Politik, polis, das griechische Wort für Stadt, das ist die Wurzel des Wortes. Und das sind diese Paradigmen. Und wenn wir denken, dass die Stadt nicht einen Gegensatz darstellt zum Wald, zur Natur, das ist schon mal ein wichtiger Ansatz. Also die Stadt ist der bebaute Bereich, der bewirtschaftete Bereich. Und das ist eine Reaktion, dass wir diesen Gegensatz aufweichen. Sie haben das ja auch sehr schön unterstrichen. Wir haben diese Haltung, wir haben diese Idee der totalen Negation all dessen, was technisch erscheint, was modern erscheint. Und da gibt es zwei, drei Gründe dafür. Wir kommen ja von einem Modell her, in dem wir absolutes Wachstum ermöglichen wollen. In der Geschichte war es so,
dass es das Risiko gab, diese Elemente zu schaffen, die dann zur globalen Tradition wurden. Und dann haben wir eine komplexere Bewegung, wo wir feststellen, dass im Inneren diese Idee, wir können hier nicht vom Kapitalismus nach amerikanischem Stil sprechen oder wir sagen nicht, es gibt einen schwedischen oder französischen Kapitalismus, davon reden wir ja nicht. Diese Begriffe gibt es ja nicht. Im nächsten Schritt können wir auch nicht komplett Dinge verurteilen. Wir können die Modernität nicht einfach verurteilen oder die neokoloniale Welt. Warum ist das so? Wir leben heute in Europa oder in den USA. Und jetzt, wir können nicht einfach sagen, stopp, jetzt werden keine Autos, Kühlschränke, Maschinen mehr hergestellt. Es geht nicht, dass die Bevölkerung das plötzlich alles nicht mehr möchte. Es gibt bestimmte Elemente der Moderne, die nicht mehr gewollt werden. Die Sicherheit, Gesundheit im Gesundheitswesen, dass wir da Zugang haben. Wir haben Zugang zu Impfungen, zu Pflege, zu Krankenhäusern. Das ist Teil der Moderne. Man hat das vielleicht hier ein bisschen übertrieben. Aber wir haben so viele Ressourcen und Möglichkeiten, auf die wir uns verlassen können, um Dinge zu erhalten auf weltweiter Ebene. Und wir haben einen Lebensstandard, der enorm ist. Da hatte ich eine interessante Diskussion mit einem Kollegen, der sagte, wir hatten damals das Problem, jedem Bürger eine Wohnung zu stellen, die menschenwürdig ist. Manchmal ist es so, dass man sagt, wir sollten vielleicht die Moderne hinter uns lassen und einfach überlegen, was sind denn die Bedürfnisse eines Menschen? Was braucht man denn dringend? In Hoffnung, diese Moderne ein bisschen zu verändern. Das ist auch eine politische Idee. In diesem Zusammenhang haben wir auch einen pragmatischen Ansatz. Wir sind 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Bald werden wir vielleicht noch viel mehr Menschen hier auf der Erde sein. Und wir können nicht alle nur sagen, wir leben jetzt dieses städtische, urbane Leben. Wir müssen uns ernähren. Wir haben hier bestimmte Anforderungen an die Ernährung. Irgendwann sind wir vielleicht 9 Milliarden Menschen, wer weiß. Und diese Menschen müssen sich ernähren, müssen gepflegt werden. Gesundheitswesen brauchen wir. Also sollten wir jetzt aufhören, die Natur auszubeuten, die Urwälder auszubeuten. Wir brauchen ein Modell des Wachstums, das nicht mehr das Modell, das Wachstumsmodell ist, das wir hier aus der Geschichte kennen. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt in schwierigen Verhältnissen. Wir brauchen deshalb einen gesunden Mittelweg und sollten nicht in diesen Extremen leben. Also das ist eine Vorstellung von einer Art qualitativen Wachstum, das nicht einfach linear in Richtung einer immer aggressiveren, naturausbeutenden Modernität geht. So habe ich Sie jetzt verstanden. Jorge, gibt es verschiedene Arten des Wachstums? Ich glaube schon. Vielleicht verfallen wir in diesem Moment dem Irrtum, einem sehr löblichen Irrtum, zu glauben, dass aus dieser Krise neue Möglichkeiten entstehen werden. Natürlich werden neue Möglichkeiten entstehen, aber ich bezweifle sehr, dass wir beispielsweise in der Lage sein werden, unser Produktionsmodell zu ändern. Schon vor Jahrzehnten sprachen die Kommunisten von der Grand Soir, französisch für den großen Abend, und dachten, dass der Untergang des kapitalistischen Systems bevorstünde, beziehungsweise dass die internen Fehler des Kapitalismus, des Systems, über Nacht zu Fall bringen würden. Das ist ein Gedanke, der jetzt mit dem Covid wieder aufgekommen ist. Manche glauben, dass der Covid zur inneren Zersetzung des Systems, in dem wir leben, beitragen wird und es verändern, wenn nicht gar verbessern wird. Das glaube ich nicht. Ich denke, dass das System noch ärmer wird, dass wir alle ärmer werden und auch weniger, denn es gibt Menschen, die diese Zeiten nicht überleben werden. Dennoch denke ich nicht,
dass sich das System insgesamt ändern wird. Trotzdem muss man sich fragen, welche Folgen diese Krise für uns als Gemeinschaft haben wird. Ich möchte gerne an den sicher bekannten Brief, einen Begriff erinnern, den Sie alle kennen, und zwar das Konzept der Immunität, Immunitas auf Latein, ein Rechtsbegriff und kein virologischer Begriff ursprünglich. Natürlich ist es auch ein virologischer Begriff, aber grundsätzlich zuerst einmal ein Rechtsbegriff. Wenn jemand in einer Gesellschaft immun ist, dann ist er ein Bürger mit allen Rechten der Communio, also dieser Gemeinschaft. Die Römer sagten, also auf Grundlage des römischen Rechtes, dass es ohne Immunitas keine Communio gibt, ohne Immunität keine Gemeinschaft. Das ist etwas, was diese Krise zutage gebracht hat, dass wir vielleicht diese Idee der Freiheit und des Individuums aufgeben müssen, die in den kapitalistischen Gesellschaften vorrangig war. Wenn ich zum Beispiel beschließe, nachlässig zu sein und mich anzustecken, weil ich etwas tue, was natürlich nicht empfehlenswert ist, dann betrifft das nicht nur mich persönlich, sondern alle Menschen in meinem Umfeld. Das heißt, wir sind keine autonomen Subjekte, keine Inselbewohner, sondern wir stehen mit unserem Umfeld in Beziehung und unsere Freiheit steht irgendwie immer in enger Verbindung mit der Freiheit der anderen. Das sollte uns zu denken geben, denn die Meinung, die wir vom menschlichen Leben haben, wird die Meinung bestimmen oder zumindest beeinflussen, die wir von unseren Gesellschaften haben. Aber es gibt doch, ich bestehe nochmal darauf, auch Lerneffekte in der Krise. Also ich will mal die Rolle etwa der Wissenschaft nennen. Also viele Menschen haben sich in Freiheit, in demokratischen Gesellschaften dafür entschieden, restriktive Maßnahmen zeitweise hinzunehmen. Im Kampf gegen ein unsichtbares Virus, über dessen Eigenschaften man als Laie wenig weiß. Also man vertraut den Experten, man vertraut den Medizinern, man vertraut den Wissenschaftlern und man vertraut auf diese Art von Expertise. Ich glaube, anders als bei der Finanzkrise, die Sie vorhin genannt haben, ist das schon ein Phänomen, wo man sehen kann, dass auch demokratische Gesellschaften in der Lage sind, schnell zu reagieren, lernfähig zu sein, der Wissenschaft eine Stimme zu geben. Und das macht natürlich den Leuten, die sich um andere Krisen Sorgen machen, also Klimakrise, die ich eingangs so ausführlich genannt habe, Biodiversitätsverlust, Hoffnung, dass man auch hier, die Gefahren sind ja zum Teil weit weg, wir haben den Amazonas hier nicht vor Augen, dass wir trotzdem hören auf die Experten und entsprechend reagieren. Das muss nicht bedeuten, dass das ganze System zusammenbricht. Und ich bin sicher, sobald wir einen Impfstoff haben und Medikamente, dann besteht in der Tat die Gefahr, dass wir Corona leicht vergessen, außer dass wir Riesenschulden gemacht haben, außer dass es uns Jahre kosten wird, aus der wirtschaftlichen Situation wieder herauszukommen. Aber gerade deswegen ist, glaube ich, diese Unterhaltung und andere Unterhaltungen dieser Art so wichtig, damit wir dieses im kollektiven Gedächtnis behalten. Und auch dafür, glaube ich, gibt es schon historische Beispiele. Also wenn wir an vergangene Pandemien, an die Rolle der Pest im Mittelalter denken, auf die es ja extrem schreckliche, irrationale Reaktionen gegeben hat, aber natürlich auch eine Besinnung darauf, was das menschliche Leben wert ist. Also wenn Sie an die große Literatur der Renaissance denken, an das Dekameron von Boccaccio oder andere sozusagen, die ja letztlich Verarbeitungen auch solcher kollektiven Erfahrungen sind, dann gab es nicht nur Vergessen, sondern es gibt auch gerade im Umgang mit sozusagen mit der Gestaltung unserer Welt, auch der künstlerischen Repräsentation dieser Welt, der wissenschaftlichen Repräsentation dieser Welt, doch eine Verarbeitung dieser Erfahrungen, die auch neue Wege eröffnet hat. Also ich versuche nochmal sozusagen, ich habe ja vorhin gefragt und ich will nochmal auf die Frage zurückkommen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Pessimismus und dem Katastrophismus und wie kommen wir sozusagen aus einer lähmenden Wahrnehmung solcher Krisen heraus? Jorge, ich würde Ihnen nochmal ganz ausdrücklich diese Frage stellen. Nun, ich denke, wir sollten in erster Linie einen häufigen Fehler vermeiden, nämlich moralische Erkenntnisse aus einer extramoralischen Situation zu gewinnen oder aus Umständen, die andere Gründe haben. Du hast vorhin die Pest erwähnt. Nicht nur die schwarze Pest, sondern praktisch alle Seuchen in der Geschichte waren von Pogromen begleitet. Denn man wollte immer einen ursächlichen Grund, vor allem einen
Schuldigen finden, jemand, der die Gründe für dieses Übel auf sich nahm. Häufig haben Gesellschaften das so erklärt, dass eine bestimmte Ethnie, zum Beispiel die Juden, schuld seien. In anderen Fällen war es eine Strafe, die Gesellschaften erlitten, weil sie gesündigt und im Überfluss gelebt hatten, weil sie irgendwie zu exzessivem Reichtum gekommen waren, der die Götter erzürnte. Nun, das hat sich in letzter Zeit wiederholt, weil einige Menschen glauben, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt haben und die Natur sich gerecht hat. Manche sagten sogar, dass Gaia auf Spanisch, also die Erde, ihre Antikörper gegen diese invasive Art, dieses Virus zeigt, das Menschheit heißt. Ich erinnere an einen bekannten Satz von Susan Sontag, die Krankheit als Metapher beschreibt. Sontag sprach vor allem von der Tuberkulose. Lange Zeit glaubte man im 19. Jahrhundert, dass die Tuberkulose eine Strafe sei für ein sündiges Leben oder für zu viel Schönheit. Das heißt, sie traf Menschen, die gegen die göttliche Ordnung verstoßen hatten oder so schön waren, dass sie mit der Tuberkulose gestraft wurden. Die Krankheit wurde sogar manchmal als cool angesehen. Ich denke, man muss sehr vorsichtig sein und diese moralischen Lektionen einerseits von den wirtschaftlichen und technischen Erkenntnissen andererseits trennen. Bezüglich der Frage über Katastrophismus glaube ich, dass der Pessimismus immer dazu dienen sollte, wachsam zu bleiben und nicht dem Triumphalismus zu verfallen, dem wir manchmal angesichts großer Fortschritte zum Opfer fallen. Manchmal glauben wir, dass der Fortschritt schon alles richten wird, dass der freie Markt alles regeln wird und wenn wir nur den Handel florieren lassen, dass alles fantastisch laufen wird. Vor diesem Hintergrund achtsam zu bleiben, nenne ich pessimistisch, also mehr oder weniger achtsam zu bleiben. Der Katastrophismus andererseits ist eine infantile Einstellung, ist eine passive Haltung, bedeutet sich auf die Wiese zu legen, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, die Hände hinter dem Kopf zu verschränken und darauf zu warten, dass die unausweichliche Katastrophe kommt, die ganz sicher unsere Vorurteile bestätigen wird. Deswegen sprach ich vorhin vom großen Abend, diesem kommunistischen Konzept. Es ist ein Rorschach-Test, dieses Virus. Ein Rorschach-Test, auf den jeder seine eigenen Obsessionen projiziert. Einige glauben, dass der Parlamentarismus untergehen wird. Andere an den Niedergang des Kapitalismus. Wieder andere denken, dass das Mandat dieser fürchterlichen Regierung enden wird, die wir nicht mögen und andere an die Macht kommen, die uns gefallen und so weiter und so weiter. Nun, die Wahrheit ist leider, dass die Welt nicht unseren Moralvorstellungen folgt. Ich glaube, das ist sehr klärend gewesen. Also vielen Dank, Jorge. Eine Warnung vor einerseits dem technologischen Triumphalismus und andererseits vor moralischen Lehren. Und da ist das Beispiel vergangener Pandemien wie der Pest in der Tat ein gutes Beispiel. Aber wir sind heute ein Stück weiter und sehen die kausalen Zusammenhänge. Und die sind schwierig. Die sind nämlich meistens nicht monokausal, sondern sie sind systemisch. Wir leben in komplexen Systemen und die zu analysieren und die zu verstehen, das ist schwierig genug. Und das erleben wir ja ein Stück weit in Corona auch. Wenn wir jetzt einen Impfstoff haben, der alles lösen würde, wäre das ja eine wunderbare technologische Lösung des Problems sozusagen. Aber wir müssen unser Verhalten ändern, wir müssen unsere Arbeitswelt verändern. Also das ist multidimensional und es ist komplex. Aber auch das wiederum scheint mir etwas zu sein, was uns möglicherweise zeigt, wie wir uns auch anderen Krisen gegenüber verhalten müssen. Nämlich nicht Lösung, eindimensionale Lösung, die sozusagen ein System schlagartig durch ein anderes ersetzen, eine Mentalität durch eine andere ersetzen, eine Technologie durch eine andere ersetzen, sondern ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Emanuele, geht das auch ein bisschen in Ihre Richtung? Weil was man von den Pflanzen in der Stadt lernen kann, ist ja eben, dass sie eben nicht nur sozusagen vor sich alleine hin vegetieren in den Blumenkästen, sondern ihrerseits Teil von Ökosystemen sind. Je nachdem, welche Pflanzen wir in unseren Gärten pflanzen, haben wir Bienen und Insekten oder haben keine. Pflanzen in den Städten können dazu beitragen, sich zu ernähren. Und irgendwie entwickelt sich die Welt ja in Richtung einer globalen Urbanisierung. Das heißt, wir müssen auch an diese planetare Skala nochmal denken. Sie haben vorher betont den Zusammenhang zwischen dem Konzept der Stadt und dem Konzept der Polis, der Politik. Aber lassen sich solche doch mehr oder weniger auch innerhalb großer Städte immer noch lokalen Erfahrungen extrapolieren auf planetare Skalen? Und das ist ja, die Pandemie ist ein globales Phänomen und die Klimakrise ist es auch. Also wie
wie verhalten wir uns in dieser Diskrepanz von Skalen, der lokalen Skala, der nationalen Skala, über die wir vorhin gesprochen haben, die unterschiedlichen Reaktionen der Nationen auf Corona und wie extrapolieren wir das auf eine globale Skala? Ja, zuerst einmal möchte ich sagen, dass wir so reagieren sollten, wie Sie es sagten, in Frankreich ist es interessant festzustellen, dass es da eine Bewegung gibt. Man akzeptiert diese Dinge weniger. Die Coronavirus-Krise hat es uns erlaubt, eine Erfahrung zu machen. Was heißt das, was wir nach den folgenden Generationen hinterlassen? Die Erde ist kein Superorganismus. Wir haben diesen Zusammenhalt, Gaia, diesen Zusammenhalt zwischen allen Lebewesen. Ja, es gibt viele Lebewesen, die plötzlich nicht mehr leben können, keine Lebensgrundlage mehr haben. Das zeigt, dass wir immer auf dem Rücken, auf Kosten anderer Lebewesen leben. Da gibt es eine regelrechte biologische Kette, die uns alle miteinander verbindet. Und dann haben wir diese ersten Ereignisse, das Virus trat auf in Wuhan in China und wir sind alle verbunden als Menschen, als Lebewesen mit dieser Kette. Und wir müssen feststellen, dass es diese Kontinuität gibt in biologischer Hinsicht auf lokaler Ebene, aber wir hängen alle miteinander zusammen. Das, was wir hier machen, dass wir, was etwas geschieht, was in einem kleinen Dorf passiert, irgendwo in China oder irgendwo auf der Welt, kann einen direkten Einfluss haben auf etwas, das geschieht in Brasilien oder in den USA. Wir hängen alle miteinander zusammen in dieser großen Kette. Die Erde verbindet alle Lebewesen. Wir sind alle verbunden. Und so ist das Leben gestaltet. Jedes Element lebt das Leben, das andere Lebewesen ihm oder ihr ermöglichen. Unser Leben ist möglich durch die Präsenz von Pflanzen, die Sauerstoff uns liefern. Wir haben genug Sauerstoff, um zu atmen durch die Pflanzen. Die Pflanzen arbeiten mit der Sonnenenergie. Wir haben die Gaia. Also haben wir so die Möglichkeit, überhaupt Leben zu schaffen, Leben zu ermöglichen. Und wir hängen alle so eng miteinander zusammen. Wir, andere Lebewesen, andere Arten. Die planetare Natur des Lebens ist etwas Wichtiges. Und das hat uns die Pandemie erst wieder vor Augen geführt. Alle Menschen, alle Lebewesen hängen miteinander zusammen. Und Jorge sprach ja über die Möglichkeit dieser Elemente, die sich verändern in der Geschichte. Die Frage für mich ist, da gibt es Veränderungen. Natürlich gab es Veränderungen, auch radikale Veränderungen in der Geschichte. Auch was die Regierungen betrifft, nationale, globale Regierungen auf politischer Ebene, tiefgreifende Veränderungen. Die Haltungen der Menschen haben sich verändert. Ja, manche Dinge sind jetzt weniger bedeutend. Es gibt aber auch ganz typische Veränderungen. Ganz tiefgreifende Veränderungen einer Haltung, die vielleicht unbewusst ist, die sich ändert. Während der Pandemie in der Vergangenheit, zum Beispiel während der Pestzeit, da gab es eine tiefgreifende Veränderung im Leben. Das war dieser Schock, der dazu führte, dass sich viele Dinge langfristig geändert haben nach diesem Schock der Pest. Und diese Veränderungen kann man jetzt noch nicht messen, man kann sie noch nicht sehen. Weder jetzt im Herbst noch im Frühjahr nächsten Jahres, das wird dauern. Das sind ganz tiefgreifende Umwälzungen und Veränderungen und es wird dauern. Es wird Jahre und Jahrzehnte dauern, bis die sich wirklich darstellen, bis wir die begreifen können. Es wäre jetzt naiv, das schon darstellen zu wollen.
Wir können es jetzt noch nicht sagen. Wir sind jetzt noch blind vielleicht für einige dieser Umwälzungen. Und diese Ereignisse werden auch ganz stark unsere Denkensweise erschüttern und verändern. Es ist sehr interessant zu sehen, dass es überall auf der Welt ist. Auf kultureller Ebene ist sehr, sehr spannend zu sehen. Gibt es kaum so etwas, ein solches biologisches Element, das plötzlich einen so großen kulturellen Einfluss hat wie die aktuelle Geschichte? Das führt zu Reaktionen, die nicht direkt zu tun haben mit dem kulturellen Kontext oder lokalen Kontext. Es ist interessant zu sehen, dass dies ein globales Element ist, das dazu führt, dass alle Kulturen auf der Welt sich damit auseinandersetzen müssen. Es ist wirklich interessant zu sehen, was geschieht, wie es geschieht und wie man sich gemeinsam anstrengt, dieses Problem anzugehen. Das könnte schon ein schönes Schlusswort sein, wenn wir nicht noch einen Blick auf die etwas hässliche Realität eines stark verbreiteten Nationalismus auch in den Reaktionen der Corona-Krise blicken müssten. Insbesondere am Anfang der Krise, am Anfang dieses Jahres, gab es nicht einmal unbedingt die Solidarität unter den europäischen Nationen, die man sich gewünscht hätte. Und lange Zeit haben wir auch vergessen, dass diese Krise nicht nur uns in Europa betrifft, sondern auch andere Länder, Afrika betrifft, Amerika betrifft. Das ist jetzt nun allzu sichtbar. Also die globale Perspektive auf die Krise ist vielleicht noch nicht so sehr im allgemeinen Bewusstsein, wie sie das eigentlich sein müsste, um entsprechende Reaktionen auszulösen. Nun gibt es einige Reaktionen in dieser Richtung in Europa. Europa hat zu einer größeren Solidarität gefunden. Aber wie sieht es eigentlich mit der weltweiten Solidarität im Umgang mit dieser Krise aus? Jorge, ist Ihre Antwort darauf auch Pessimismus? Ja, natürlich, Jürgen. Ich glaube, dass diese Solidarität in Wirklichkeit dem entspricht, was man am eigenen Leib erlebt. Ein Drama, was man auch an anderen gesehen hat. Das muss man in Betracht ziehen. Als Pessimist glaube ich, dass die Haltung der europäischen Bürger, die wirklich beispielhaft war, einem sehr alten Mechanismus entspricht, der auf die Ursprünge der Moderne zurückgeht und den Thomas Hobbes sehr gut erklärt. Thomas Hobbes sagte in seinem Leviathan, dass Furcht das beste Bindemittel einer Gesellschaft sei oder der beste Regulator des sozialen Lebens. Wenn man möchte, dass sich eine Gesellschaft vernünftig verhält, gibt es nichts Besseres, als den Menschen Furcht einzuflößen. Und ich glaube, dass wir uns deshalb so gewissenhaft verhalten haben, dass wir zum Beispiel nicht gegen die Regeln des Lockdowns verstoßen haben, weil wir große Angst hatten. Also auch hier bin ich pessimistisch. Mir hat etwas gefallen, was Emanuele vorhin gesagt hat, ob es sich um ein globales Problem handelt. Das haben Sie auch erwähnt, Jürgen. Ich glaube, dass man darüber reden muss, weil viele dieser weltweiten Übel in Zukunft immer global sein werden, abgesehen von Metaglobalisierung und Neokapitalismus. In der spanischen Stadt Toledo gibt es ein Theater, auf dessen Vorderseite ein Satz steht, der mir sehr gefällt. Der sagt, durch die Kultur erkennt man die Völker. In meinem letzten Buch vertrete ich die Ansicht, dass es heute nur eine Kultur gibt, eine einzige Weltkultur, die Kultur der Agitation. Levi Strauss sprach vor 60 Jahren in seinen traurigen Tropfen von einer produzierten Kultur, einer sozusagen industriell gefertigten Kultur, die sich anfing zu verbreiten. Ganz gleich, 60 Jahre später erleben wir jetzt den Gipfel dieser Einheitskultur. Egal wie weit man verreist, mit wem man sich trifft, man hört immer die gleichen Meinungen, die gleichen Lebenseinstellungen, die gleichen Kosmovisionen. Deshalb denke ich, dass wir jetzt in einer Einheitskultur leben, die sich unter dem Deckmantel der Diversität bewegt, also einer unausgesprochenen Homogenität. Genau deshalb glaube ich, dass Bewegungen wie der Nationalismus Zeichen dieser Machtlosigkeit sind, sich gegen solch eine unumkehrbare Situation zu wehren. Das heißt, der Nationalismus versteckt gewisse Elemente unter dem Männlichen einer ästhetischen Folklore, um zu verdecken, dass es sich um eine absolut offensichtliche,
offensichtliche Vereinheitlichung handelt. Es wäre ein Irrtum zu denken, dass verschiedene Kulturen existieren, wenn es nur eine einzige Einheitskultur gibt. Die Kultur, in der wir leben, wird vom kurzfristigen Hedonismus definiert. Neulich las ich in der Zeitung, dass die Jugend von heute alles will, und zwar sofort. Das finde ich schrecklich. In Spanien gibt es ein Sprichwort, das besagt, wenn der Weg kurz ist, kommen selbst die Esel ans Ziel. Die Zivilisation basiert nicht auf der Erfüllung von Wünschen. Freud sagte, die Zivilisation sei die Brücke zwischen dem Wunsch und seiner Erfüllung. In anderen Worten, um eine Zivilisation zu gründen, muss man verzichten lernen. Das heißt nicht, dass man zum Einsiedler oder Mönch werden muss. Es heißt auch nicht, ein Armutsgelübde abzulegen, sondern schlicht anzuerkennen, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden können und schon gar nicht jetzt sofort. Wir erweisen unseren Jugendlichen einen schlechten Gefallen, wenn wir ihnen glauben machen, dass sich jeder Wunsch sofort erfüllen lässt. Der Psychotherapeut Albert Ellis meinte, dass ein Großteil der Probleme der heutigen Jugend von dem herrühren, was man heute niedrige Frustrationstoleranz nennt. Also zu glauben, dass mir ein Aladdin aus der Wunderlampe erscheinen und mir wundersamerweise jeden Wunsch erfüllen wird. Das heißt, ich bin ein Mensch mit schwachem Charakter, wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden, und dadurch wird alles nur viel schlimmer. Und das hat viel mit der Gesellschaft zu tun, in der wir heute leben. Ja, in der Tat, aber auch da hat uns Corona natürlich einiges gelehrt, denn es hat uns auch Verzicht auferlegt. Es hat auch die jungen Generationen eingeschränkt in Reisefreiheit, Freiheit zusammenzukommen. Und insofern ist das vielleicht auch ein Stück weit eine Lehre. Die große Frage, die uns, glaube ich, am Schluss bleibt und die wir hier nicht mehr beantworten können, ist, wie weit es auf einer größeren Ebene, auf einer globalen Ebene, zu solchen Lerneffekten kommen kann. Und ich finde es ganz richtig, dass Sie die Notwendigkeit der Diversität betont haben, Jorge. Wir erleben zum einen einen Verlust von Biodiversität, zum anderen aber einen Verlust von kultureller Diversität. Aber vielleicht brauchen wir genau beide Arten von Diversitäten, um sozusagen die Ressourcen zu haben, um in Zukunft auf solche Krisen Antworten zu finden. Die Biodiversität wird uns schützen gegen weitere Biodiversität, und die kulturelle Diversität wird uns gegen die Versuchung von Nationalismen und Ideologien schützen. Und ich glaube, wir brauchen diesen doppelten Schutz. Und ich glaube, da haben wir heute von Ihnen beiden viel lernen können. Also vielen Dank für diese Unterhaltung. Ich fand es sehr bereichert. Auch, dass wir sozusagen verschiedene Sprachen gehört haben, gehört ja zu dieser Diversität. Das ist ein Reichtum von Europa, den ich immer wieder genieße. Also vielen Dank für diese Begegnung. Danke. Danke zu Ihnen. Vielen Dank. Muchas gracias.